System one loaded. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein bisschen über das Pitbike-Training mit Leihbike von dem Veranstalter Learn to Slide in der Karthalle in Buhs berichten. Also wie ich schon gesagt habe, Pitbike-Training war ich erstmal total unvoreingenommen. Ich habe mich im Netz vorher schon informiert und auch bekannte YouTube-Größen, die werben ja schon seit längerer Zeit. Probiert es mal aus, macht Spaß. Dann habe ich geschaut, was gibt es bei mir in der Gegend, wo man nicht so weit fahren muss, für Möglichkeiten, sowas mal auszuprobieren. Und dann kam ich auf den Veranstalter Learn to Slide. Ja, habe die Veranstaltung gebucht und möchte euch heute da ein bisschen Feedback drüber geben, wie ich das Ganze empfunden habe, den Ablauf, was habe ich gelernt. Ist es wirklich sinnvoll, macht Spaß? Das werdet ihr gleich im Video erfahren. Also grundsätzlich, Beginn der Veranstaltung in Buhs war 8 Uhr, da macht die Halle auf, da könnt ihr rein. Um 9 Uhr beginnt dann das Training, deshalb man sollte da mindestens mal 40-50 Minuten vorher da sein. Da kann man sich in beheizten Umkleidekabinen umziehen, wenn man möchte. Die Halle verfügt auch über einen kleinen Bistrobereich. Wenn man morgens noch nichts gefrühstückt hat, kriegt man da auch einen Kaffee oder Getränke. Ist auch kein Thema. Der Veranstalter selber hat aber auch ein paar Knabbersachen und Getränke dabei. Da könnte man beim nächsten Mal ein bisschen mehr drauf eingehen, dass das auch für die Teilnehmer ist, weil das hat sich erst dann während dem Training rausgestellt, aber kein Thema. Dann gab es noch eine Fahrerbesprechung kurz davor. Die Fahrerbesprechung ist so abgelaufen, dass kurz einfach berichtet wird, wie ist der Ablauf. Es wurde grundsätzlich in 4 Gruppen eingeteilt, von den Profis bis über die Anfänger in Abstufungen. Die Fahrzeit waren 5x15 Minuten, was aus meiner Sicht komplett ausreichend war und ich nach dem Training ziemlich im Eimer. Zwischendrin hat man dann immer 45 Minuten Pause zwischen den Turns, da kann man sich super erholen. Das war sehr wichtig, um auch die ganzen Eindrücke verarbeiten zu können und auch nochmal mit den einzelnen Instruktoren sprechen zu können, was kann man beim nächsten Turn besser machen. Dort konnte man sich super austauschen. Man hat auch viele nette Leute kennengelernt bei dem Training. Also es war wirklich eine tolle Atmosphäre und hat mega viel Spaß gemacht. Dann Lederkombi. Wie man auch schon bei den Teilnehmern sieht, die ich auch hier mitfilme, ist Pflicht. Rückenprotektor wird empfohlen, habe ich aber jetzt auch nicht bei jedem gesehen. Ich denke, da ist jeder ein bisschen auch für selbst verantwortlich, für seine Sicherheit. Wenn man stürzt, ist das prinzipiell ein-, zweimal okay. Man zahlt dann einen kleinen Betrag in die Sturzkasse, das sind so 10 Euro pro Sturz. Ich habe es persönlich so erlebt, viele Leute sind auch viel öfter weggerutscht, ist auch nichts kaputt gegangen. Dort wurde dann öfter auch mal ein Auge zugedrückt. Man will halt einfach vermeiden, dass hier kopflos gefahren wird und sich die Leute auch ernsthaft dabei wehtun. Das war eigentlich dann relativ locker dann gehandhabt und auch angenehm. Zur Strecke, wie man auch hier schon sieht, beim Rundkurven, wir haben 360 Meter Strecke, sehr abwechslungsreich, ein paar knifflige Stellen, wo ich am Anfang ziemlich zu kämpfen hatte, mich da ein bisschen zurechtzufinden, aber wenn man dann im Flow ist, macht die Strecke super viel Spaß, ist auch schön dekoriert, ausreichend Sturzzonen und auch von der Griffigkeit, vom Grip her hat es mich beeindruckt, dass die Reifen da sich so in den Boden festkrallen konnten. Eine Kleinigkeit zu den Motorrädern, die Leihbikes, also ich hatte eine IMR 155 Supermoto, das ist so ein spanischer Hersteller, ich kenne mich da auch wirklich nicht so gut aus in dem Pitbike-Segment. Das Motorrad hat sich wirklich sehr gut fahren lassen, Schaltungen, Bremsen, alles super funktioniert, also die Motorräder waren sehr gut vorbereitet. Klar gab es zwischendrin vielleicht den einen oder anderen Ausfall mal, was aber auch schnell behoben werden konnte. Wirklich guter Zustand.
sehr leicht fahren lassen. Hier muss man beachten, dass alle Gänge nach oben geschaltet werden. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte 4 Gänge, obwohl ich eigentlich nur 2 gebraucht habe, beziehungsweise den ersten nur zum Anfahren genutzt habe und die weiteren. Ich habe es mal ausprobiert, in den dritten Gang zu schalten, aber das hat mir zu viel Unruhe reingebracht und deshalb 2. Gang drin und mit denen bin ich auch überall gefahren. So, dann möchte ich noch gern darauf eingehen, wie sich die ersten Meter mit dem Pitbike eigentlich so angefühlt haben. Und zwar ist es komplett was anderes. Das kann man eigentlich mit dem normalen Motorradfahren, mit der großen Maschine nicht vergleichen. Ich habe mich auf den ersten Metern bin ich fast schon in die Bande gefahren, weil im Prinzip das Motorrad so direkt reagiert. Also man guckt schon nur aus dem Augenwinkel in irgendeine Richtung und man lenkt automatisch dahin. Durch den kurzen Radstand sind die Dinger brutal wendig, was natürlich hier auf so kleinen Kursen dann auch den Vorteil ausspielt von so einem Gerät. Ja, erst sehr gewöhnungsbedürftig, aber nach ein paar Runden hatte ich eigentlich den Dreh raus. Das Wichtigste ist, dass man das Motorrad eigentlich permanent mit den Oberschenkeln irgendwo fixiert. Also man darf das Motorrad am besten nicht loslassen und mit der Körperhaltung arbeiten und dann ist das Ding wie eine Rasierklinge. Man kann da sehr präzise mit um die Kurven wetzen, Knieschleifen, alles Mögliche geht auch ohne Probleme. Einige von den Profis, die fahren da auch mit dem Ellenbogen rum auf dem Boden. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ja, lassen sich super gut fahren. Was habe ich jetzt bei dem Training gelernt? Also bei dem Training habe ich gelernt, einfach nochmal mich locker zu machen, aus dem ja, Winterschlaf meinen Körper auch ein bisschen rauszubewegen, mich nochmal ans Motorrad zu gewöhnen. Da kann man, denke ich, auch die Technik ganz gut aufs Straßenmotorrad transferieren. Und man kann hier einfach unter möglichst sicheren Bedingungen sehr viel ausprobieren, was man später mit dem großen Motorrad auch umsetzen kann. Deshalb großer Vorteil und ich kann eigentlich das jedem empfehlen, so ein Training mal zu machen. Es macht super viel Spaß. Ja, damit erübrigt sich auch die Frage, ob ich das Training nochmal buchen würde. Sicher, auf jeden Fall. Gerade auch im Winter, wenn die Möglichkeiten halt beschränkt sind zu fahren draußen, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal nutzen, wenn es nochmal angeboten wird. Was kann man an dem Training noch verbessern von dem Ablauf her? Also ich persönlich habe es so empfunden, dass das Ganze relativ strukturiert und geordnet abgelaufen ist. Die Organisation fand ich gut. Man könnte jedoch ein bisschen mehr drauf eingehen, während den einzelnen Turns, dass man sagt, okay, man schaut sich nochmal die Teilnehmer an, passt die Gruppeneinteilung wirklich so, wie sie sich am Anfang die Leute selber eingeschätzt haben. Das könnte man noch verbessern. Das heißt, dass man nach 2 Turns sich nochmal einige Leute rausnimmt und sagt, hör mal zu, möchtest du lieber in der schnelleren Gruppe mitfahren? Ich habe das Gefühl, du bist da besser aufgehoben. Oder zu anderen Leuten, die sich vielleicht am Anfang ein bisschen überschätzt haben, lieber die in eine langsamere Gruppe einzuordnen. Aber ansonsten, das ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt, man hatte ausreichend Fahrzeit und auch für das Geld, für die 140 Euro, kann man da überhaupt nichts sagen. Man muss sich um nichts kümmern, Sprit, alles mit drin. Wenn man das Bike irgendwie crasht, mit 10 Euro ist man dabei. Also günstiger kann man so den Spaß eigentlich gar nicht ausprobieren und ja, einfach eine tolle Veranstaltung. Ich würde mich freuen, wenn es sie auch in Zukunft weitergeben würde. Ich werde probieren, beim nächsten Mal nochmal die Veranstaltung zu buchen und auch die Instruktoren und den Veranstalter zu unterstützen, weil es echt eine tolle Sache ist. Ja, und dann habe ich noch ein paar Fahraufnahmen von den Runden, wo ich denke, dass ich ganz flott unterwegs war. Ja, wünsche ich euch viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!
you're too loud. We